Entscheidungen fangen in Gedanken an. Wir entscheiden selber, ob wir ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch sein wollen. Ob wir positiv im Leben sein wollen oder negativ den Weg gehen wollen. Ja, Entscheidungen sind schwer. Triffst du sie nicht, trifft sie ein anderer. Du hast die Wahl. Startest du deinen Tag mit positiver Energie und Glückseligkeit oder bleibst du mit einer negativen Einstellung im Bett liegen? Ich habe mich damals entschieden, den positiven Weg zu gehen, aufzustehen, täglich. Das ist eine tägliche Entscheidung, die man wählen muss. Dass man Menschen helfen will, dass man kein Rassist sein will, dass man kein Sexist ist oder gegen Minderheiten angeht oder sonst eine feindliche Art an den Tag legt, sondern sich einfach täglich dafür entscheidet, dass man seinen eigenen Weg mit strahlendem Lächeln weitergeht. Bis zum Schluss, bis der Traum erfüllt ist und noch ganz viele andere Träume. Man kann mehrere haben, wenn man möchte. Du musst dir es nur wert sein, mehr zu wollen. Wie du weißt, gab es viele Dinge, die du dir nicht aussuchen konntest. Aber du suchst dir deine Träume aus. Du bestimmst, welchen Weg du gehst. Du entscheidest, welchen Gedanken dir zu Herzen nimmst. Du hörst mir gerade zu. Du fühlst das. Du hast jetzt die Entscheidung, wer du sein willst.